Die Tokarevs erstmals mit dabei in der Liga, Slava und Oleg, zwei der Hoffnungsträger bei den Bären des EHC Neuwied. Ein weiterer heißt Alexander Rodens, der hatte gegen Ratingen stark gehalten, durfte erneut von Beginn an ran, auch weil der andere Keeper, Tim Kühlem, krankheitsbedingt fehlte. Der Gegner, der amtierende Meister der Oberliga West, der EHC Dortmund. Die Elche stecken im Umbruch, ein Hauptsponsor nicht mehr an Bord, das Team neu formiert. Jetzt heißt es kleinere Brötchen backen, vor allem aber beim Aufsteiger in Neuwied keine Federn lassen. Und das sah in einem unspektakulären ersten Drittel zunächst ganz gut aus. Kapitän Sven Linder nach überstandener Verletzung wieder mit an Bord und er bringt Dortmund nach 11 Minuten erstmals in Führung. Die Antwort der Bären gab Jörg Noack schon gegen Ratingen einen Aktivposten. Diesmal mit einem herrlichen Schlenzer über die Fanghand von Keeper Steve Temm in den Torwinkel. Temm sah nix, der Treffer aber war mehr als sehenswert. Ein Ausgleich, der Mut machte, nach dieser unglücklichen 3:4 Niederlage in der Vorwoche gegen Ratingen. Dortmund übrigens hatte das erste Spiel 1:7 gegen Hamm verloren. Die Elche also durchaus angenockt, doch wer dem Gegner nur 13 Sekunden nach dem Ausgleich die erneute Führung erlaubt, der baut ihn damit auch auf. Der EHC mit der schnellen Antwort, Malte Bergstermann mit dem 2:1. Dennoch, ein ausgeglichenes erstes Drittel. Nach der Pause aber stellten sich die alten Fehler in der Verteidigung wieder ein. Zu wenig Gegenwehr zeigten die Bären dagegen eine gestandene Oberligamannschaft. Benjamin Preuer traf in Minute 24 zum 3:1. Und 2 Minuten später wieder ein solch entlaufender Pass in die Schnittstelle. Die Bären halten ihre Positionen nicht und Marc-Philipp Haaf nutzt das zum 4. Treffer der Gäste nach 26 Minuten. Harter Tobak für die Neuwieder, die sich durchaus etwas ausgerechnet hatten, aber auch anerkennen mussten, dass man den Gegner so nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen kann. Es sollte noch einiges zukommen auf EHC-Keeper Alexander Rodens, auch wenn seine Vorderleute jetzt mal in Überzahl waren. Billy Temm musste auf die Strafbank, über ihn wird später noch zu sprechen sein. Über Neuwied sprechen wir jetzt, auch in Überzahl lief es nicht wie erhofft. Irgendwie passte jetzt alles und nichts zusammen, kaum Druck auf das Dortmunder Gehäuse. Und wenn mal eine Scheibe auf die Bude kam, sagte Elche-Keeper Steve Temm, herzlichen Dank. Stattdessen, wir springen in das letzte Drittel, ging das muntere Scheibenschießen auf der Gegenseite weiter. Etwas mehr als eine Minute war gespielt, da machte Haaf seinen zweiten Treffer und begrub mit dem 5:1 eigentlich schon alle Hoffnungen auf eine Wende, an die ohnehin nur noch die Optimisten geglaubt hatten. Man muss einfach anerkennen, dass Dortmund hier das klar bessere Team war. Was auch immer die Bären versuchten, es reichte nicht, um die Elche zu stoppen. Nicolas Bitter, 42. Minute, das 1:6. Ebenfalls bitter, Alexander Rodens musste wenig später nach einem unglücklichen Zusammenprall mit einem Dortmunder Spieler, kein Vorwurf an die Gäste, verletzt vom Eis. Sein Backup, Carsten Billigmann, kam so unverhofft noch zu ein paar Einsatzminuten. Vom Stadionsprecher zum Oberliga-Goalie, kein normales Wochenende für Billigmann, der einen guten Job machte, die weiteren Tore von Dortmund aber nicht verhindern konnte. Kevin Tau machte in der 51. Minute das 7:1, 3 Minuten später traf Benjamin Preuer, es war auch sein zweiter Treffer des Abends, zum 8:1. Und in der Schlussminute legte Fabian Sondern gar noch das 9:1 nach. Ein Sieg für die Elche, der absolut in Ordnung ging, auch wenn er am Ende sicherlich zu hoch ausgefallen ist. Auch wenn das letzte Drittel für mich inakzeptabel war, aber man muss auch attestieren und das der Mannschaft zugute halten, dass sie eigentlich kaum Spieler sind, die Oberliga-Erfahrung haben, die erstmal da lernen müssen. Und es gibt halt so ein paar Kleinigkeiten, da wo man halt früher den Mann in der eigenen Zone 1 Meter entfernt stehen lassen konnte, weil wenn der wirklich die Scheibe bekam, dann dauerte es 10 Minuten, bis er sie annehmen konnte, 20 Minuten, bis er überlegt hat, da war die Scheibe schon wieder in unserem Besitz. Heute hat man da Oberligaspieler, die die Scheibe sofort annehmen oder direkt abnehmen. Da kann man eben nicht 1 Meter davon entfernt stehen, man muss eben genau auf den Schnürsenkeln stehen. Das 1:9 hat jedoch auch noch ein Nachspiel am grünen Tisch. Dortmund spielte mit 17 Mann, wie diese Einstellung beweist. 16 aber standen nur auf dem Spielberichtsbogen. Es fehlte die Nummer 90, Billy Temm. Der war dabei, wie diese Strafe zeigt. Als die Schiedsrichter im Spiel Dortmund darauf aufmerksam machten, hieß es, Kevin Tau spielt mit der 90. Der spielte aber mit der 16, so wie es auch im Spielbericht stand. Er machte sogar ein Tor. Dann hieß es, Sascha Panik sei später gekommen und habe sich einfach das Trikot mit der 90 genommen. Geht leider auch nicht, wie diese Bilder zeigen. Panik trug, wie auf dem Spielberichtsbogen eingetragen, sein Trikot mit der 23. Und er jubelt hier gemeinsam mit der 90. Und die Dortmunder wollten bis zum Schluss nicht wissen, wer denn eigentlich die 90 war. Kurzum, die Schiedsrichter fertigten einen Zusatzbericht an. Nun muss der Verband entscheiden, wie diese Partie gewertet wird.